Im Namen des Heimatvereins St. Benedikt gesingen möchte ich alle Mitglieder und Gäste zu unserem heutigen Konzert recht herzlich begrüßen. Nun sind es bereits 44 Jahre, seit der Heimatverein St. Benedikt die über 700 Jahre alte Kirche von Obergesingen, sie war nie Kapelle, sondern es ist Zufall, dass sie den Namen bekommen hat, wie sie sich heute präsentiert. Aus diesem geschichtsträchtigen Gotteshaus. Der Vorsitzende des Wendelinus Heimatvereins, Wilfried Schweigert, begrüßte die Anwesenden und sprach einige Worte zur Geschichte der Kapelle. Aus der wechselvollen Geschichte Essingens haben sich einige historische Sehenswürdigkeiten erhalten. Lassen Sie uns aus Anlass des heutigen Konzertes die Geschichte der Wendelinus-Kapelle betrachten. Die Baugeschichte der Kirche geht zurück bis in das Jahr 1280, wo sie bereits erstmals urkundlich erwähnt wird. Der Ursprung dieser Oberessinger Kirche dürfte aber bereits um das Jahr 1000 liegen. Die spätgotische Kapelle steht im ehemaligen Ortsteil Oberessingen und besteht aus einem kurzen Langhaus und einem zweigeschossigen Chorturm mit Spitzhelm. Sie birgt kostbare Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert. Es handelt sich bei den Darstellungen um einen vollkommen erhaltenen Marienzyklus. Das Sakramentshäuschen und die Beschläge der Sakristeitür stammen aus der Erbauungszeit des Kirchleins. Im Jahre 1927 beschäftigte man sich mit dem Gedanken, die Kirche außer dem Turm, der unter Denkmalschutz gestellt wurde, dem Verfall zu überlassen, weil keine ausreichenden Mittel für den Erhalt zur Verfügung standen. Auch beide Kirchen hatten damals kein Interesse und zogen einen Verkauf in Erwägung. Der bauliche Zustand der in gotischer Zeit erbauten Kapelle war zu dieser Zeit dermaßen heruntergekommen, dass der Erhalt des schon im Jahre 1280 als ein der Jungfrau Maria geweihtes Gotteshaus stark gefährdet war. Deshalb wurde 1972 der St. Wendelinusverein e.V. Essingen gegründet und unter dem ersten Vorsitz von Verbandsbürgermeister Manfred Seefeld die dringendsten Arbeiten teils in Eigenleistung durchgeführt. 1556, als Essingen evangelisch-lutherisch wurde, wurden die Wandmalereien im Chor und Langhaus der Kapelle aus geänderten religiösen Gründen übertüncht. Die Wiederentdeckung im Jahr 1967 führte nun zu einer Initiative vor allem von Lehrer Wilfried Berger und Pressefotograf Kurt Freitag. Nach der Vereinsgründung ermöglichte es diese Initiative, die Wandmalereien durch Kirchenmaler Otto Schulz in den 70er Jahren freilegen zu lassen. Als 1990 der größte Teil der Renovierung abgeschlossen war, bestand die Gefahr der Vereinsauflösung und des Rückfalls in den alten Schlendrian eines Simultanbesitzes, um den sich niemand so richtig kümmert. So wurde am 25.04.1990 der Verein in Heimatverein St. Wendelinus e.V. Essingen umbenannt. Dieser sollte sich neben der Wendelinus-Kapelle auch um alle historischen Belange von Essingen kümmern. Wilfried Schweigert wurde nun einstimmig zum ersten Vorsitzenden gewählt. Die Musikerin des Händel-Orchesters Mannheim, Frau Gerda Lambrecht, erkannte als erste die herausragende Akustik der Kapelle und es kam zu ersten Kontakten mit Wilfried Schweigert. Dieser war über die Idee, ein Benefizkonzert in der Wendelinus-Kapelle zu geben, hoch erfreut, denn die Renovierungen hatten inzwischen 250.000 D-Mark gekostet. Das erste Konzert fand dann mit Herrn Bernhard Heiß als Dirigent und ersten Geiger des Händel-Orchesters Mannheim am 30. Juli 1995 statt. Alle saßen zwar auf geliehenen Stühlen und Frau Lambrecht spendierte sogar noch einen Teil des Essens, aber es war ein voller Erfolg. Meine Damen und Herren, Sie wissen nun, was der Heimatverein mit seinen engagierten Mitgliedern geleistet hat, um Essingen und der Südpfalz ein Kleinod der Geschichte zu erhalten, das wie kein anderes geeignet ist, die lange Geschichte Essingens zu repräsentieren.
und ich glaube, Sie ahnen auch, dass die Geschichte dieser Kapelle noch nicht abgeschlossen ist, denn es gibt noch viel zu tun. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Heimatverein St. Wendelinus in seiner Arbeit für die alte Kapelle und für das historische Erbe Essingens unterstützen könnten. Und der Vorsitzende Wilfried Schweigert würde sich über Ihre Kontaktaufnahme erst recht freuen. Thank you.